Guten Tag, hallo. Mein Name ist Bianca Hauser. Ich bin die Geschäftsführerin des Immobilienunternehmens Easy Home in Ihringen. Und heute begrüße ich Sie hier im schönen Bolschweil. Bolschweil liegt perfekt zwischen der Stadt Freiburg und aber auch in die andere Richtung zu Bad Krozingen und Staufen. Und heute zeige ich Ihnen eine ganz besondere Immobilie. Dabei handelt es sich um zwei Häuser, die sich unter einem großen Dach befinden. Wir haben hier das linke Haus mit seinen ca. 88 Quadratmetern Wohnfläche für einen Kaufpreis von 263.000 Euro. Und hier auf der rechten Seite das Haus mit seinen ca. 108 Quadratmetern Wohnfläche für einen Kaufpreis von 294.000 Euro. Ja, und was ich noch kurz erwähnen möchte, Sie dürfen natürlich auch beide Häuser erwerben. Wir fangen jetzt mit der linken oder mit dem linken Haus an. Folgen Sie mir, ich zeige Ihnen alles. Ich stehe jetzt im Eingangsbereich des linken Hauses. Das genaue Baujahr ist uns hier nicht bekannt, aber wir schätzen, dass es sich so um das 18. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert handelt. Wir gehen jetzt gleich hier vom Eingangsbereich in den Wohnbereich. Ja, wie Sie sehen, hier mit einem schönen Eiche-Parkettboden, hier mit sichtbarer Holzbalkendecke. Wir haben hier praktisch den Wohnbereich, der übergeht zur Küche und dann auch zum Esszimmer. Und wie Sie sehen, hat der Eigentümer immer mal wieder renoviert, also investiert. Aber ich gehe davon aus, dass es sicherlich nicht verkehrt ist, wenn man hier in Zukunft auch den ein oder anderen Euro noch in die Hand nimmt und ja, renoviert. Direkt neben dem Wohnbereich befindet sich die kleine Gästetoilette. Und in der Gästetoilette rechts gibt es eine kleine Tür, da geht es in den Gewölbekeller runter, den zeige ich Ihnen allerdings später. Jetzt gehen wir erstmal in das obere Stockwerk. Ja, hier sind wir jetzt gerade die Treppe hochgekommen und wie Sie sehen, ist jetzt hier noch die Öffnung. Hier geht es zum zweiten Haus, das ich Ihnen später zeige und je nachdem, wie sich ein Käufer dann entscheidet, entweder nimmt das gesamte Haus oder hier wird eine Trennung, also eine Wand eingebracht und die beiden Häuser werden voneinander getrennt. Jetzt gehen wir in das große Zimmer. Sie sehen hier zwei Türen, aber von drinnen schauen Sie mal. Das rosa Zimmer, aber die Farbe können Sie natürlich ändern. Ja, zwei Türen, weil Sie können das Zimmer jetzt natürlich auch hier aufteilen und zwei Schlafräume draus machen. Hier geht es ins große Badezimmer. Ja, wie Sie gerade gesehen haben oder auch immer noch sehen, bei dem Bad oder im Bad wurde mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Und hier kann der neue Eigentümer dann nach seinen Wünschen weiter ausbauen, renovieren. Ja, und hier geht es jetzt zum Dachspitz. Ja, wie Sie sehen, der Eigentümer war sehr farbenfroh. Nennen wir den Dachspitz einfach mal das blaue Zimmer. Nachdem der Eigentümer den Zugang zum Gewölbekeller zugemacht hat, also den Außenzugang, gibt es jetzt eben diese kleine Türe, die in den Keller führt. Ja, wie Sie sehen, befindet sich jetzt hier der Gewölbekeller.
Und zur linken Seite der ehemalige Außenzugang, der jetzt eben geschlossen wurde. Jetzt habe ich Ihnen die linke Hälfte oder besser gesagt das linke Haus gezeigt. Nochmal zur Erinnerung, unten der große Wohnbereich, der übergeht in die Küche und dann zum Esszimmer. Und im oberen Stockwerk hatten wir das große Zimmer, das Sie gerne auch aufteilen können in zwei Räume und den Dachspitz. Unten natürlich nicht vergessen, also im ersten Obergeschoss noch das große Bad. Das heißt, Sie können jetzt aus diesem Haus ein Dreizimmerhaus oder auch ein Vierzimmerhaus machen. Gerne möchte ich auch noch die Geschichte dieses Hauses erzählen. Und zwar hat in dem einen Haus der Sohn gewohnt, hier die Mutter. Und als die Mutter pflegebedürftig wurde, hatte der Sohn sich dazu entschieden, dieses Haus für die Mutter altersgerecht umzubauen. Und leider ist die Mutter während dieser Zeit dann verstorben, sodass dann mit den Umbaumaßnahmen die gestoppt wurden und das Haus jetzt im noch nicht fertigen Zustand verkauft wird. Hier zur linken Seite hat der Sohn eben angefangen, der Mutter das Schlafzimmer herzurichten. Ich persönlich finde es ein toller Raum. Ich würde hieraus das Wohnzimmer machen. Denn hier im Wohnzimmer, da oben drüber, befindet sich eine offene Galerie. Und hier war geplant, ein Bad einzubauen. Ja, und ob Sie hier in diesem schönen Raum ein Bad einbauen oder ihn für etwas anderes nutzen, das dürfen Sie entscheiden. Wie Sie in diesem Raum und in teilweise anderen Räumen auch sehen können, wurde teilweise eben der Estrich erneuert. Folgen Sie mir in die Küche. Die Küche hat einen direkten Zugang zum Balkon. Gegenüber der Küche befindet sich das Duschbadezimmer und wie viele andere Räume hier auch, muss dieses noch fertiggestellt werden. Zu Ihrer Orientierung, kommen Sie mit, zeige ich Ihnen gerade. Hier stand ich vorhin, also ich bin jetzt wieder im linken Haus. Und hier kann die Wand eingebracht werden, um die Häuser zu trennen. Und über eine steile Treppe kommen wir jetzt hier in den Dachspitz. Ja, erinnern Sie sich, vorhin stand ich dort unten und habe auf die Galerie gezeigt. Und auf dieser stehen wir jetzt eben. Ja, kommen Sie rein. Ich zeige Ihnen jetzt hier, ja, wie nennen wir das? Garage ist es ja keine mehr. Hier ist eine Zufahrt oder ein Zuweg zu einem
Hofbereich. Ja, hier lagert der Eigentümer teilweise sein Holz und hier hat er eine Überdachung angebracht. Ich persönlich würde einen Teil der Überdachung wieder abnehmen, würde mir hier einen schönen Garten herrichten mit überdachtem Sitzbereich und vielleicht noch einer kleinen Lounge-Ecke, also was Gemütliches einfach. Ja, und hier nun die wirkliche Garage, also das, was noch als Garage genutzt wird. Wir sind nun am Ende unserer Führung durch diese beiden Häuser. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, eins der beiden Häuser oder vielleicht sogar beide. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Musik